Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es nämlich 10:37 Uhr. Natürlich ist es nicht morgen, aber warum ist mein... What the fuck? Ich bin total... Wie sieht das hier aus? Bist du voll? Du bist voll. Use, 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 use. War ich eben schon, also war das ein Anzeigebug oder war das, war ich wirklich voll ohne Wasser? Das wäre natürlich ein Bug, weil ich nämlich gerade abgesaved habe und neu geladen habe. Wie sieht denn das aus mit hier fehlen Items? Hier fehlen keine Items. Das ist Kaka. Warum fehlen hier Items? Was für Items fehlen da? Könnte ich vielleicht mal nachgucken bei der letzten Aufnahme. Aber ich finde es uncool. Aber anscheinend nichts Wichtiges. Gut. Bevor wir hier weiter jetzt uns rumwundern. Ach, hallo. Direkt nach Neulad wieder ein. Warum zur Hölle schießt ihr nicht? Seid ihr nicht an? Jetzt schon. Nein, aus. Wieder an. Auch an. Jetzt kriegst du. Na gut, ich hatte. Das ist jetzt ein. Ich hatte gesaved und neu geladen. Einmal, um, wie schon gesagt, weiterhin zu gucken, ob die Save-Funktion alles heile ist oder nicht. Das, scheint mir noch nicht so ganz zu funktionieren. Viele Teile bleiben. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Insofern, ja, die schießen auch noch weiter nach oben. Jetzt habe ich natürlich wieder ganz viel Zeugs. Open Inventory. Aber da ich so einen gelben Helm gefunden habe, tausche ich den mit dem aus. Und den verkaufen wir einfach. Und hier Wasser. Kann man nie genug haben. Ja, komisch. Geld ist aber noch da. Wir haben immer noch so viel Geld. Und interessanterweise scheinen sich auch die Arten des Spawns zu ändern, weil die Tussi, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Und dieser Bug, der nervt mich auch so ein bisschen, dass man manchmal einfach das Ding da in der Hand hat, beziehungsweise diesen Strahl sieht, aber leider nicht das Tool, also das Utility-Tool da, was wir haben, um abzuernten und so ein Scheiß. So, da hätten wir wieder einen, da hätten wir wieder zwei, sogar drei vielleicht, ich weiß es nicht genau. Nein, drei sind's. Also mittlerweile sind es dann doch, also es sind doch recht viele. Also gut, ich kann auch verstehen, dass man das als Medium bezeichnet, weil die Mobs ja sind so wirklich übelste. Wie können wir die nennen? Wir können sagen, es sind so 28 Days Later Zombies, weil die ja auch schnell sein können, wie ihr seht. Die können auch ausweichen und so. Aber es sind auch Resident Evil Zombies, weil sie total dämlich sind. So, Dankeschön. Was kriege ich jetzt schon wieder alles für Zeugs? Bin jetzt bestimmt wieder gleich voll. Jo, das war das. Okay. Da ist noch einer, alles klar. Ja. Warum nicht? Mein Gott, hier. Ich frage mich, ob es noch härtere Waffen gibt, beziehungsweise welche Waffen es alles gibt. Ich bin ja nicht sehr Fan von Nahkampfwaffen. Ganz einfach aus dem Grund, für Nahkampf müssen die auch nah an dich ran. Und das ist immer doof. Und so. Komm.
Ich weiß zwar nicht, was wir brauchen im Moment, aber ich kaufe mal einfach so. Auf gut Glück. Und, nee, wir müssen Inventory. Wir haben es schon 12 Uhr, so ein Kacke. Repair Kit. Das ist schön. Ja, da haben wir überhaupt noch nicht nachgeguckt, wie das unseren Items geht. Gehen wir mal auf Engineering. 96, 92, 96, 90, 98, 98, 96. Ich glaube, denen geht es noch ganz gut. Das finde ich in Ordnung. Da müssen wir nichts reparieren. Fraglich, wie die Sachen kaputt gehen. Wahrscheinlich eher durch Benutzung oder wenn man einen draufkriegt. Ich schätze mal eher, wenn man einen draufkriegt. Wir haben übrigens noch keinen HUD-Enhancer. Das finde ich ein bisschen schade. Andererseits weiß ich auch nicht, ob es den gibt oder nicht. Oder ob es sowas gibt oder nicht. Genau. Upgrades. Hier hatten wir zwei. Und hier können wir die beiden kleinen ausgeben. Hat sich sogar gelohnt. Haben sich alle gelohnt. Hatte ich die schon? Ja, hatte ich schon. Ah ja, da hinten ist der nächste. Aber wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Zack, Lobby. Es geht darum, wir wollen noch so viel Tag wie möglich ausnutzen. Und bei dem kleinen Café, wo wir das erste Mal angefangen hatten, eine Base zu bauen, noch eine zweite zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht mit meinen... So, hier müssten doch eigentlich... Müssten hier und so, ne? Restrooms, da waren wir auch noch nie drin, ne? Und diese Türen... sind definitiv die Türen zur Promenade. Das würde passen, so vom Aufbau her. So, du kannst du mal bitte stillstehen. Dankeschön. Ist ja furchtbar. Die Zombies heutzutage. Was ist da? Zombie-Party. Das ist schon wieder so ein härterer und der hat sich gerade mit dem angelegt. Das ist wunderbar, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das macht dann der Robby. Robby macht das schon. Was war das? Ja, es ist immer dasselbe. It had been lost there during some routine repair work. I made some space in the partition of the server for him. If you need anything, please let me know. Also, das hatten wir schon. Have a nice day. Oh, da vorne ist ein Vendor, da können wir mal reinschauen. Was haben wir denn hier im Angebot? Storage Unit kann man immer noch gebrauchen, aber ja, vielleicht hätte ich sie mir nicht holen sollen, weil wir finden ja relativ viele. Oh. Die Tür. Du kannst hier nicht rein, ne? Das ist dein Problem. Geht doch. So, Large Hydroponics schon bekommen. Nice. Das war hier lang. Und dann hier rum und dann ging es schon runter und da können wir dann unsere Base aufbauen. Und ich möchte sie eigentlich relativ offen haben. Und hier vorne das Ganze verteidigen. Und hier hinten würde ich gerne dann Solar und so ein Ding aufstellen. Dazu brauchen wir aber erstmal Energie. Und jetzt habe ich die ganze... Oh nein, ich trottel. Ich habe die ganzen Sachen oben vergessen. Nein. Ich habe... Ach, das waren, glaube ich, sogar die gefehlt haben, oder? Waren das die gefehlt haben? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Egal. Tee, Hydroponics. Die stellen wir natürlich...
in die Sonne. Und dann sind wir schon fertig. Dann müssen wir nämlich craften. RC. Zwar brauchen wir erstmal so einen. Circuit Gen haben wir. 3, 2, 2 brauchen wir. 1, 2, 3. Ja, so viel Iron haben wir gar nicht. Jetzt zweimal Glas. Und da brauche ich 211 MK1. Das Glas fehlt. Ja, das zieht schon relativ viel. RT. Ne, den einen Korn nicht. Den. Und den stellen wir mal relativ mittig aus auf. Den stellen wir mal hierhin auf. Ja, der hat ja alles im Griff, alles klar. So, anschalten. Oh, hi. Besuch. Wo kommst du denn her? Wahrscheinlich von da hinten irgendwo. Naja, egal. Dann brauchen wir ein Lab und ein Fab. 2, 1, 1, Gen 1. 2, 1, 1, Gen 1. Das ist ein Lab, den haben wir jetzt. Und das Beacon, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich, frag mich, warum. Wenn man so ein bisschen Orientierung hat, dann weiß man doch, wo die Sachen sind, oder? So, T hinsetzen. Den Fab. Den können wir auch hier hinten in der Ecke setzen. So. Jetzt zu den teureren Sachen. Jetzt brauchen wir nämlich ein Lab. Reinforced Thermoplastik brauche ich zweimal. Dann brauche ich ein Carburized Steel, ein Polycarbonat und ein Gen 2. Ein Carburized Steel. Und was war denn? Ein Circuit Gen 2. Verdammt, ich hätte mir echt viel sparen können. Dadurch. So, hier sind sie auch beide an. Und ich denke, das war's. Wir werden uns nicht mal mehr Türme bauen können. Brauche ich nämlich zwei Stainless Steel. Das geht noch. Poly, Aluminium. Und das Silikon wird uns ausgehen. MK1 und Circuit Gen 1. Okay, das geht ja noch. MK1, Circuit Gen 1 und jetzt haben wir wenigstens einen Defender Turret, aber mehr wird nicht drin sein.
Den bauen wir mal erstmal mittisch. Jo, wenigstens einen kleinen Anfang hier und es wird dunkel, kann das sein? 16.38 Uhr, na, geht noch. Dann sollten wir vielleicht die Zeit nutzen und abernten. Solange es noch geht. Aber die Schatten werden schon länger. Und hier draußen in der Dunkelheit rumrennen ist auch nicht so prickelnd. Leider kann ich hier auch nichts großartig. Wir hatten da hinten noch ein paar Kisten. Das weiß ich. Aber da waren auch irgendwelche nervigen Gegner. Obwohl, mittlerweile wissen, kennen wir ja die Sorten von Gegnern, die hier noch so rum rennt. Das letzte Mal war da so eine Amok-Tussi bei, so diese It's so beautiful. Bitte. Das sind da diese Naniten. Hier haben wir von diesen Kisten, die so toll sind. Ich höre irgendwas, aber ich sehe es nicht. Ich höre irgendwas gehen. Nur dieses Summgeräusch ist echt wesentlich lauter. Mal. Hallo. Vor uns. Hier ist er. Da ist die Alte. It's so beautiful. Die ist wieder da. Oh, verpiss dich. Warum habe ich jetzt beide am Arsch? Geht. So viel Damage machen die gar nicht mehr. Wie am Anfang. Hier, essen, essen. Trinken. Muss noch mehr trinken. Okay, das Ding. Ach, das ist dieses Overdrive-Teil, womit man seine seine Power der Waffen in irgendeiner Weise verstärken kann, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Nachteile hat, vielleicht auch. So, jetzt wird's merklich dunkler. Da vorne hätten wir noch wen. Days are remaining until my scheduled maintenance. I'm losing connection to many subsystems. Also irgendwo irgendwie ein paar Tage bis Wartungsarbeiten, was war das? 8 Tage bis Wartungsarbeiten. Und sie verliert halt den Kontakt zu vielen Untersystemen. Ah, guck mal, er ist aktiv geworden.
Hier haben wir übrigens den Eingang zur Garrison, wenn ich das gerade gesehen habe. Also auf jeden Fall habe ich ein großes G gesehen. To Garrison, ja, definitiv. Es wird dunkel. Ich will nicht dunkel. Dunkel ist doof draußen. Weil man kann hier ja auch nicht die Lichter anmachen, ne? Es gibt ja hier halt wirklich nur das Tageslicht, was es dir, was dir hier Licht spendet. Ja, das ist auch nicht. 4 Iron. Hm. Andererseits, wir brauchen auch Silikate. Oh, hat er abgebrochen. Ich frage mich auch immer noch, wie man diese Seeker verärgert. Also man müsste die ja schon angreifen, damit hier ein Aggro auf einen werden, oder? So, ich nutze jetzt einfach mal den Rest des Tages. Weil hier ist gleich stockduster. Ah, guck ich mal da. Du kannst ruhig Fake ausweichen, wenn du willst. Oh. Fuck. Ich möchte das nicht dahin tun. Das wäre unheimlich toll, aber ich kann nicht. Kann ich dich dahin tun? Gut, dann können wir dich... Ja, manchmal... Aber das ist ja nett. Ein großer Storage-Container nur für uns. Das ist ja lieb. Dann müssen wir den schon mal nicht mehr bauen. Das ist klasse. Einzige große Problem, was ich an dieser Position da hinten im Café finde, ist, dass die Recycle-Maschine da kaputt ist. Kaputt ist auch eine Aussage, da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, weil ich weiß nicht, ob man auch hier im Mittelteil die Energie restoren kann. Also sprich, dass man vielleicht hier diese Lampen aktivieren kann oder sowas. Das weiß ich nicht. Insofern. So, haben wir die schon? Ja, ich befürchte ja. Die auch. Schau die. So, der ist auch an. So, wir müssen ja noch ein paar andere Sachen bauen. Aber ich würde gern vorher ein paar Türme noch fertig haben. 3, 2, 2, 1, 1, okay. Das geht, weil die sind nämlich aus den billigen Materialien herstellbar. Oh Scheiße, die kann ich nicht mehr aufnehmen. Ah, warte. T. Komisch. Das ist ein kleiner? Okay. Nie. So. Muss ich wieder zu... Ach. Bin gerade wieder verwirrt. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Und... 1, 2.
2 konnte ich bauen. Move. Und das Schöne ist, alles das, was wir jetzt bauen, ja, das bauen wir nicht umsonst, sondern es bleibt ja stehen. Und wir haben 2 Respawns. Das ist das Geilste an der ganzen Sache. So, habe ich irgendwas dabei, was ich hier... Hier, komm, die können wir hier unterbringen. Den Helm können wir hier unterbringen. Das Ding können wir unterbringen. Ja, hier das Saatgut, das können wir auch natürlich da unterbringen. Und was ist das? Ein Repair-Kit, das tun wir mal auch dahin. Das ist auch noch irgendwas zum Bauen. Ah ja, und Energie haben wir auch schon wieder so viel. Komm. Also Essen, Trinken brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir könnten nochmal schauen, was wir so bauen können. Ob wir nochmal einen bauen können. Beziehungsweise 2. Ich probiere es einfach mal. So, ich denke, ich bin sicher. Nee, T, mittlerer Maus-Button und... kann ich euch auch... Sehr cool. Okay. Der steht so natürlich ein bisschen höher als die anderen, das ist sehr cool. Kann ich den noch irgendwo? So, sieht zwar nicht sehr schön aus, aber so sind die halt ein bisschen höher als die anderen. Sehr nice. So. Medium. Das kriegen wir hin. Ein Beacon. Ey, das ist super nice, weil ich wollte es eigentlich nicht bauen, um es auszuprobieren, aber wenn ich jetzt eins geschenkt bekomme, dann ist das ja natürlich der Oberknüller. Ein Beacon. So, und wenn wir jetzt Map machen, dann ist das da drauf, oder wie? Nö. Ah, okay, man kriegt es angezeigt hier unten mit den Metern und so. Alles klar. Verstehe. Da scheint nichts drin zu sein. Auch leer. Alles leer. Letztes Mal war hier mehr drin. Schade. So, was fehlt uns denn noch zum Bauen? Wir müssen noch was bauen. Und zwar... Ein Water Condenser wäre ganz cool, wenn wir den hier noch hier stehen hätten. Und ein Solar Charger. Aber das kriege ich, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das hinkriege. 3, 2, 2, MK1. Ich kriege auch kein Eisen irgendwo her, oder? Doch, da. Es müssten 30 Eisen sein, die wir kriegen. Das waren 7. Was geben die Stühle?
Gar kein Eisen. Fernseher. Oh, das gibt ein bisschen. Das reicht jetzt auch. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich brauche. 2x Steel, 2x Glas, MK1. 2x Steel. 2x Glas. Und MK1. Kann ich nicht bauen, weil mir Eisen fehlt. Wer hätte es gedacht? Und hier drin ist nichts. Jedenfalls kein Eisen. Kann man nicht kaputt machen? Nee. Oh, das gibt Eisen. Das gibt ein bisschen Eisen. Haben wir hier noch einen Blumentopf? War das der einzige Blumentopf? Nee, da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Das könnte vielleicht reichen. Ja. Und wir brauchten, bevor ich jetzt das Falsche baue, MK1. MK1 war der Wirt. Zurück. Ach, ich muss ja da stehen, um dann den Solar Charger zu bauen. Alles klar. So, zack. Solar Charger. Auch fertig. Und den stellen wir mal hier auch hin. Und da kann ich dann leere Batterien reintun. Und die laden dann wiederum auf. So wie ich das verstanden habe. Weil wir haben hier ja auch einen Einsatz für so eine Batterie. Okay. Bräuchte ich eigentlich also noch eine zweite, damit ich die jeweils umtauschen kann, damit das Ganze am Laufen bleibt. So, was wollte ich mir? Ich wollte mir nochmal ein Bett bauen. Wir haben ein Bett haben wir auch noch nicht. Aber das Problem ist, bisher konnte ich auch noch nicht in einem Bett schlafen. Insofern Porterbett, genau. Brauche ich Stainless Steel auch für. Also wir bräuchten irgendwo 60 Steel. Was sagt denn die Uhr? 23 Uhr. Ich glaube, wir machen das so. Ich verbringe einfach die, ich warte einfach die 6 Stunden ab. Hier in diesem Raum. Hier kann mir gar nichts passieren. Und wenn irgendwas von vorne kommt, dann muss das auch erstmal gegen meine Turrets kämpfen. Insofern kann mir hier gar nichts passieren, so wie ich das sehe. Und dann lasse ich das jetzt mal kurz durchlaufen. Weil das dauert jetzt nicht allzu lange. Und dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge direkt am Morgen weiter. Das passt auch von der Zeit eigentlich relativ gut. Und dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Ich denke, bevor ich in die Garrison gehe, werde ich zur Promenade gehen. Also wir haben ja in der Tower Bay haben wir noch eine ganze Menge zu erforschen. Und ich würde dann auch noch gerne, also im Arcadia Tower, das ist dieser Anfangstower, wo wir waren. Und ich würde auch noch gerne die Promenade mir erstmal anschauen, bevor wir dann weiter zur Garrison gehen. Ja. Das war's dann von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen bin ich wieder da. Adios.